Wir haben halt am Anfang immer die Proben erst gesammelt und haben sie dann erfasst. Und das soll jetzt eben schneller gehen. Das ist das hauptsächliche Ziel. Die Proben müssen schnell durch den Probeneingang gehen. Das Labor in Münster wurde vor 48 Jahren gegründet. Wir betreuen 35 Krankenhäuser, 1500 Arztpraxen. Da sind auch Hebammenpraxen drunter, arbeitsmedizinische Dienste. Mein Name ist Annika Janich. Ich arbeite seit 23 Jahren hier im medizinischen Labor in Münster. Seit ungefähr 10 Jahren leite ich den Bereich Präanalytik und für die Betreuung der Order-Entry-Systeme sowohl im Krankenhausbereich als auch im niedergelassenen Bereich, also bei Arztpraxen. In solchen Tüten kommen die Proben hier an. Dann werden die aufgemacht, die Scheine werden separiert, die Proben kommen in die Schale. Genau, und jetzt wird die nächste Tüte bearbeitet. Ja, wenn die Schale voll war, wurden die Proben über den Schüttgutsortierer erfasst. Und jetzt ist es eben sehr viel einfacher, die Proben auf das Laufband zu legen und dann direkt weiterzuarbeiten und die nächsten Proben zu erfassen. Die Hands-on-Time der Probe soll verkürzt werden. Also das wurde durch den ATRAS ja schon erreicht. Jetzt ist es eben so, dass die Zeit bis zur Registrierung auch kürzer geworden ist durch das N-Track. Wir haben uns da die Daten angeguckt von Januar und Mai diesen Jahres. Im Januar war es tatsächlich so, dass die Proben von Ankunft des Fahrers im Labor bis zur Erfassung im Durchschnitt eine Stunde gebraucht haben, diese Order-Entry-Proben. Und im Mai, also diesen Monat eben, haben wir es auf 25 Minuten verkürzen können. Also über eine halbe Stunde Zeit gewonnen, das ist schon gut. Ja, die Installation lief recht problemlos. Das wurde aufgebaut und konnte direkt am nächsten Tag eingesetzt werden. Und die Mitarbeiterinnen haben auch keine besonders große Schulung gebraucht, um dieses N-Track in Betrieb zu nehmen. Und die Zusammenarbeit mit T&O läuft reibungslos. Wir haben nicht viel Kontakt, weil das System nicht besonders fehleranfällig ist, sage ich jetzt mal. Aber wenn wir mal Hilfe brauchen, dann ist tatsächlich jemand erreichbar. Ja, die sind alle sehr interessiert an dem N-Track und arbeiten sehr gerne dran. Ja, und wir bekommen halt auch von allen anderen Abteilungen interessierte Zuschauer immer wieder mal, ne? Also das ist schon spannend. Die Probenmengen, die wir jetzt automatisiert erfassen können, die jetzt noch manuell erfassen zu müssen, wäre ein sehr erschreckender Gedanke. Das ist tatsächlich ein Scanschritt, der 2-3 Sekunden dauert. Und das jetzt zu automatisieren, war tatsächlich ja unser Ziel. Der N-Track hat tatsächlich unsere Mitarbeiter begeistert.